Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um die Halse. Genau, richtig gehört. Nicht die Powerhalse, sondern die normale Halse. Das Tutorial richtet sich natürlich vor allem an Einsteiger und Aufsteiger und auch Leute, die die Powerhalse lernen wollen. Denn es gibt natürlich auch ein paar Schritte bei der normalen Halse, die einem später dabei helfen, die Abläufe bei der Powerhalse einfacher zu lernen und vor allem das Timing zu verstehen bei der Powerhalse, was den Fußwechsel und den Handwechsel angeht. Einmal bevor es losgeht, diesen Sonntag um 10 Uhr morgens kommt ein neues Video hier auf diesem Kanal online. Das wird ziemlich lustig. Oldschool-Material gegen Oldschool-Material, wie so ein Battle. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da einschaltet. Und wenn ihr auf diesem Kanal auch sonst keine Videos verpassen wollt, könnt ihr den Kanal natürlich gerne da unten abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben geben, falls euch das Ganze gefällt. Zur Halse und danach auch noch ganz kurz zum Downwind fahren, weil das gehört ja irgendwie mit dazu. Die Halse beginnt ja natürlich wie alle Wände oder Halsenmanöver mit der Einleitung des Manövers. Und das ist bei der Halse anders als bei der normalen Wende. Nicht in den Wind reinfahren, sondern vorm Wind wegfahren. Das heißt, ihr fahrt einen leichten Downwind-Kurs. Das macht ihr auch wieder genau gegenteilig wie bei der Wende, indem ihr nicht euer Segel nach hinten bringt, sondern ihr bringt euer Segel und euren Mast ein bisschen nach vorne. Das heißt, ihr fahrt. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit man das sieht. Sieht man das? Ja. Okay. Okay. Ich glaube, ich muss lieber wieder nah rankommen. Das ist total bescheuert. So. Das heißt, ihr fahrt ganz normal. Euer hinteres Bein ist leicht angewinkelt. Euer vorderes ist wie immer voll durchgestreckt. Und jetzt fahrt ihr auf den Downwind-Kurs, bringt euren Mast leicht nach vorne, natürlich mit dem Gabelbaum. Und dann werdet ihr schon merken, dass ihr so ein bisschen mehr Druck in euer Segel reinbekommt. Und jetzt wollt ihr mit einer Drehung in euren Füßen über die Fußsteuerung euer Segel auf den Vorwindkurs. Okay, ihr fahrt jetzt auf den Downwind-Kurs und ihr fahrt genau wie bei der Wende, wo ihr immer weiter in den Wind reinfahrt, jetzt immer weiter vom Wind weg. Während ihr das macht, werdet ihr schon merken, dass ihr euer Segel leicht öffnen müsst, um den Druck im Segel zu bewahren. Wenn ihr super viel Wind habt, könnt ihr es auch ein bisschen geschlossener lassen. Aber wenn ihr prinzipiell vorm Wind fahren wollt, und zwar entspannt in der Tuckerfahrt, so nenne ich das immer, oder in der Dümpelfahrt, dann macht ihr euer Segel leicht auf. Damit bereitet ihr schon das Shiften vor, was jetzt gleich nach dem Fußwechsel kommt. Wenn ihr euch jetzt quasi im Scheitelpunkt der Halse befindet, dann steht euch jetzt quasi der Richtungswechsel bevor. Und der Richtungswechsel ist natürlich das entscheidende Merkmal der Halse, denn ihr wechselt die Richtung und bleibt dabei quasi auf dem Heck eures Boards stehen, quasi auf dem Hinterteil und lauft nicht wie bei der Wende vorne am Mast vorbei. Und das macht es euch in der Regel einfacher, das Manöver zu stehen. Die Wende ist da schon vielleicht ein bisschen komplexer, dafür hat die Wende natürlich andere Vorteile. Erkläre ich euch in meinem Wenden-Tutorial, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Jetzt befindet ihr euch im Scheitelpunkt und wollt eigentlich nur euren Körper in die andere Richtung drehen, um dann entspannt weiterfahren zu können. Und das macht ihr, indem ihr im Scheitelpunkt eure Füße einmal wechselt. Ihr fahrt also, seid jetzt relativ weit vorm Wind und jetzt geht euer hinterer Fuß zum vorderen Fuß und euer anderer, ehemals vorderer Fuß, geht nach hinten. Und wenn ihr das gemacht habt, dann beginnt eigentlich schon fast automatisch eure Fahrt in die andere Richtung. Wenn ihr jetzt normal eure Halse zu Ende fahren wollt, dann bewegt ihr ganz easy eure Hand am Gabelbaum, die näher am Mast ist, fast bis ganz ran an den Mast. Dann lasst ihr eure hintere Hand, sprich die, die näher am Gabelbaumende ist, einfach los. Dann werdet ihr sehen, euer Segel möchte jetzt rumschwingen. Dann greift die Hand, die jetzt nichts zu tun hat, auf die andere Seite vom Gabelbaum am Mast. Und ihr lasst mit dieser Hand los. Und dann zieht ihr euer Segel vor euren Körper. Das macht ihr möglichst eng an eurem Körper, damit ihr möglichst viel Kontrolle und Spiel habt mit euren Händen dann, falls gleich eine Böe zum Beispiel oder sowas kommt. Und dann greift ihr mit eurer anderen Hand wieder hinten an den Gabelbaum und dann könnt ihr ganz normal weiterfahren und euer Segel zuziehen. Euer Segel wird in dem Moment, wo ihr umgegriffen habt, am Anfang wahrscheinlich noch relativ weit aufstehen. Und das bedeutet, ihr zieht dann euer Segel zu und wenn ihr das zuzieht, dann wird euer Board auch wieder in die richtige Richtung fahren. Das könnt ihr natürlich unterstützend noch mit der Fußsteuerung ein bisschen schneller machen. Ja, das hört sich natürlich jetzt alles ziemlich kompliziert an. Auf dem Wasser ist das Manöver eigentlich super einfach. Und mit euren Füßen dreht ihr jetzt euer Board unter eurem Körper durch. Und jetzt kommt euer anderer Fuß zum hinteren Fuß und ihr wechselt jetzt quasi die Fußposition, die Fußstellung. Jetzt könnt ihr natürlich in der Theorie zumindest so weiterfahren oder ihr greift mit der vorderen Hand hinten an den Gabelbaum, lasst hinten los, greift über Kreuz auf die andere Seite und schwupps, seid ihr in der Halse gefahren. Und was mir besonders geholfen hat, ist folgender Trick, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Trick ist, aber
ihr fahrt in die Halse, ihr macht das, was ich euch gesagt habe, ihr macht euren Fußwechsel und dann versucht ihr mal, nur mit Segel- und Fußsteuerung, ohne die Hände am Gabelbaum zu wechseln, in die Richtung, in die ihr jetzt fahren wollt, weiterzufahren. Sprich, ihr versucht wieder anzulufen mit dem Gabelbaumende Schothorn voraus. Und wenn ihr das hinkriegt, werdet ihr merken, dass ihr wie so einen Schlüsselmoment habt. Ab dem Moment könnt ihr die Halse dann eigentlich fließend beherrschen. Weil wenn ihr dann so Schothorn voraus am Wind fahren könnt, dann müsst ihr eigentlich nur noch diese Hand hier zum Mast bringen, die andere Hand loslassen und euer Segel fluppt rum und ihr habt eure Halse quasi geschafft. Das hat mir mit am meisten gebracht. Und ansonsten ist die Halse natürlich wie die Wende ein relativ einfaches Manöver, was jeder irgendwie so fährt, wie er Bock hat. Da gibt es natürlich keine ultimative Anleitung. Es gibt diese paar Punkte im Scheitelpunkt, den Fußwechsel und dann mit Kreuzgriff die Hände wechseln und natürlich die Fußsteuerung und die Segelsteuerung ein bisschen üben. Und dann habt ihr das Ganze auch schon. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn ihr jetzt schon fortgeschrittener seid, wie helfen euch die besprochenen Punkte vielleicht die Powerhalse ein bisschen schneller zu lernen und vor allem eure Powerhalse fließend durchzugleiten. Was mir geholfen hat beim Powerhalsen durchgleiten lernen, ist mir vorzustellen, dass man das Timing von Fußwechsel und Handwechsel eigentlich so handhaben kann, wie bei der ganz normalen nicht durchgeglittenen Halse. Sprich, wenn ihr die Powerhalse fahrt, dann macht ihr den Fußwechsel an fast genau der gleichen Stelle wie bei der einfachen Halse und euren Handwechsel auch. Die meisten haben das Problem, dass wenn sie die Powerhalse lernen und durchgleiten wollen, sie den Fußwechsel zu früh oder zu spät machen und deswegen entweder stecken bleiben oder direkt reinfallen und sie wissen nicht, wann sie die Hände wechseln sollen. Aber im Endeffekt macht ihr das einfach ganz genau so wie bei der normalen Halse, nur schneller. Und dann klappt das auch ganz easy. Das war's soweit zur Halse. Wenn ihr noch ganz am Anfang steht und erstmal nur die Richtung wechseln wollt, dann könnt ihr natürlich eure Halse auch so fahren, dass ihr in eine Richtung fahrt und dann lasst ihr hinten erstmal los, dann greift ihr vorne an den Mast und dann schiebt ihr euer Segel vorne über den Bug von eurem Brett, tippelt rum mit euren Füßen und dann habt ihr natürlich auch eine Halse geschafft, aber das ist natürlich dann keine saubere Halse in Anführungsstrichen. Jetzt noch einmal zum Vorwindfahren. Vorwindfahren läuft wie die Halse auch zum Großteil über die Fußsteuerung. Ich empfehle dabei, mit dem hinteren Bein ein bisschen weiter in die Knie zu gehen, das vordere Bein fast durchgestreckt zu lassen. Dann öffnet ihr euer Segel relativ weit und führt den Mast ein ganz kleines Stückchen nach vorne und dann fangt ihr den Wind so ein, dass euch der Wind downwind auf Kurs hält und den Kurs an sich gebt ihr dabei mit eurer Fußsteuerung maßgeblich vor, indem ihr das Brett in die gewünschte Richtung lenkt. Ja, wenn ihr dann wieder anlufen wollt, sprich wieder Höhe fahren wollt, dann öffnet ihr das Segel leicht und macht diese Oberkörperdrehung mit eurem Segel, bringt also quasi euer Gabelbaumende wieder Richtung Heck. Aber wie das genau geht, passt nicht in dieses Tutorial, das erkläre ich euch im Wenden- und Höhenlaufen-Tutorial, was wie gesagt unten verlinkt ist. Und ja, ich hoffe, dieses kleine Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und diesen Kanal abonnieren. Würde mich natürlich mega freuen. Und falls du fortgeschritten bist und noch weitere zusätzliche Tipps hast zur einfachen Halse und zum Downwindfahren, dann kannst du die natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Darüber freue ich mich und die anderen sicherlich auch, weil man lernt nie aus. Und ganz zum Schluss noch einmal kurz Eigenwerbung. Dieses T-Shirt hier ist von Jibeware, dem Klamottenlabel für Windsurfer, was ich übrigens selber mit einem Kollegen von mir gegründet habe. Und falls du an coolen Windsurf-Gadgets interessiert bist, dann ist My Windsurf-Gadget unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kannst du auf alle Artikel mit dem Code SURFERSYS10 10% sparen. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Haut rein, Freunde. Wir sehen uns am Sonntag um 10 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ciao.